So, willkommen liebe Leute zu einem Zufallsdinge da draußen, und es wird nicht um die Sojabohnen gehen, die was da schon super reif sind, sondern eben ein Zufallsfund. Schaut, was da im Sojabohnenfeld steht. Genau. Eine Hanfpflanze, und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich den triff. In dem Fall weiß ich jetzt eben nicht, ist es einfach ein Industriehanf, der was aus Vogelfutter da aufgegangen ist, oder hat sich lustigerweise, wer da mutigerweise an Hanf hergestellt, in der Hoffnung, dass er dann was zum Rauchen ernten kann. Wenn ich jetzt einmal raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Nutzhanf. Wir haben es da recht laut, weil natürlich da eine Straße ist. Es ist ein Nutzhanf. Zumindest die Harzbildung ist nicht wirklich stark, so wie das wahrscheinlich bei einer Pflanze wäre, die was gezüchtet ist für die Rauschanwendung. Vielleicht ist kurz erklärt, also Hanf, ihr werdet wo einen anderen Hanf oder ein Hanfgewächs auch gerade vermehrt vorfinden, nämlich die Hopfen. Also ich habe heute beim Radfahren schon ganz viel Hopfendolten gesehen, und auch der Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen und teilt sich auch die botanische Geschichte, nämlich zum Beispiel Zweihäusigkeit. Also es gibt Frau Hanf und Herrenhanf, und beim Hopfen ist es auch so, also männliche Hopfenpflanzen, weibliche Hopfenpflanzen. Und die Hanfbauern, die was auf die Rauschwirkung anhaben, und die Bierbauern, die was in Hopfen anbauen, die Hopfendolten für die Biergewinnung zu züchten bzw. zu ernten, haben ein gemeinsames Anliegen. Nämlich, dass Frau und Mann nicht zusammenkommen, dass keine Samen gebildet werden. Also beim Hopfen wie beim Rauchhanf, / Rauschhanf, ist es gewünscht, dass diese Blüten samenlos bleiben. Hat mehrere Gründe. Beim Lupulin, beim Hopfen, das gelbe Pulver, das was dann für das Bierbrauen auch genutzt wird, beziehungsweise das Geschmackliche erzeugt. Das Lupulin zum Beispiel wird bitter, wenn da Samen mit erzeugt werden. Beim Rauchen, habe ich gehört, stört einfach erstens, wenn da Samen drinnen sind, schmecken die scheinbar grauslich. Beziehungsweise ist es auch so, dass natürlich eine Pflanze, wenn Samen gebildet wird, werden Energie, die was über die Photosynthese erzeugt wird, natürlich in die Samenproduktion steckt. Das ist dann nicht gewünscht, weil die Energie sollte in die Blütenproduktion gesteckt werden, beziehungsweise besonders in die Trichomproduktion. Also die Trichome, das sind solche kleinen Härchen, wo drüsiges Material, also wie sollte man sagen, wo was Pickiges, Harziges erzeugt wird. Man sieht es ein bisschen, wenn man da reinschaut. Schauen wir mal, was es zum hergibt. Da werden natürlich Trichome erzeugt und Harze erzeugt. Wenn man sich Bilder im Internet anschaut, verblühten Hanf, der was für die Rauchproduktion genutzt oder züchtet worden ist, glänzt es ziemlich und strahlt vor lauter Trichome und Harzblößchen. Also da und da wird eben dann vermieden, dass Mann und Frau zusammenkommen. Und wenn das da Nutzhanf, /Industriehanf ist, ist es so, dass er einfach praktisch nirgends, also keinen Mann in der Nähe gehabt hat, weil da kann ich nirgends Samenansätze irgendwie sehen. Ja, eine lustige Zufallsentdeckung habe ich schon öfter gemacht im Kanal. Wenn ich suchen mag, findet man da ein paar Videos dazu. Ein großes, also auch über Nutzhanf habe ich mal was gemacht. Das gefällt mir auch heute noch, wenn ihr seht, das verlinke ich euch da. Und das soll es ja schon gewesen sein. Ja, passt. Lustige Zufallsentdeckung. Fällt natürlich Vollgas auf in diesem jetzt mittlerweile braunen Sojafeld, wenn da sowas dran steht. Ja, super Sache. Okay, fertig.